da staunt man nicht schlecht. Laut aktuellen Gerüchten soll Nintendo bereits an einem neuen Handheld und an einer neuen Heimkonsole arbeiten. Und nicht nur das, auch Hardware-Spezifikationen sind aufgetaucht und die haben es in sich. Und da wollen wir uns einige Punkte mal anschauen. Der Nachfolger der Wii U soll Fusion Terminal heißen, das ist aber natürlich ein Arbeitstitel. Sie soll einen 8-Kern-Prozessor der neuesten Generation nutzen, mit dem sie problemlos PS4 und Xbox One ausstechen würde. Bis zu 4 Wii U Gamepads soll die Fusion Terminal gleichzeitig betreiben können. Wii U Spiele und sogar 3DS-Titel sollen darauf laufen, also die Konsole hätte einen extra Karteneinschub für 3DS-Spiele. Dann seien wohl 2 Konsolenvarianten geplant, eine mit optischem Laufwerk und eine ohne. Wer aufs Laufwerk verzichtet, erhält eine 300 Gigabyte große Festplatte anstelle des regulären 60 Gigabyte Speichers. So. Ich wiederhole gerne, das ist alles nur ein Gerücht, deswegen ist das Ganze doch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Es ist sehr gut möglich, dass Nintendo bereits an neuen Konsolen arbeitet. Das ist in der Regel so üblich, dass man sehr, sehr früh damit anfängt. Aber bis diese Konsole auf dem Markt ist, also der Nachfolger der Wii zum Beispiel, wird noch einiges an Zeit verstreichen. Aber meine Frage an euch, was haltet ihr denn davon, wenn Nintendo denn die Wii U jetzt nach einem Jahr schon fallen lassen würde und vielleicht sogar darauf hinarbeitet, so schnell wie möglich einen Nachfolger auf den Markt zu bringen?